Guter Make-up-Tag, in der Tat. Aber ich will auch ein Leckerbissen für die Nase sein. Hm, warte eine Sekunde. Nee, das ist kein Parfüm. Claire, bist du verrückt? Na, schau doch, das ist Kuchen. Jetzt bin ich aber verwirrt. Oh Mann, dieser Tisch ist auch Kuchen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das war ein Kuchenplayer. Soll ich's wagen? Hilf mir! Oh, die ganze Welt ist Kuchen! Lass uns das machen. Ernsthaft? Wir haben es hier mit Toilettenpapier zu tun? Na, ich denke schon. Ich hoffe, das ist Vanille. Nee, nur Toilettenpapier. Ich frage mich, welche Geschmacksrichtung das Ding hat. Ich schätze, ich muss Claire den Mund zuhalten. So kann ich den Kuchen nicht essen. Nick, das ist unfair. Ich kann meine Arme gar nicht benutzen. Ach Mann, ich werde mumifiziert. Tja, es ist wirklich dunkel hier drin, Nick. Ach, das macht keinen Spaß mehr. Und der Moment ist endlich gekommen. Wo gehst du denn hin? Boah, hat er den ganzen Kuchen mitgenommen? Ich habe nicht viel Zeit. Oh, scheint ein guter Ort zum Essen zu sein, oder? Na, das war mein Kuchen. Ich will ein großes Stück. Ich denke, die Hälfte ist okay. Was für ein sauberer Schnitt. Und wir haben Schokolade, Leute. Es geht doch nichts über den allerersten Bissen. Oh, das war die ganze Mühe wert. Könnte allerdings ein bisschen Milch vertragen. Gut. Hier, Claire, du kannst das haben. Ach, er hat nachgegeben. Es sieht aber ein bisschen trocken aus. Ach, Mann, das ist tatsächlich Toilettenpapier? Niemand verdient das. Wer zuerst? Hey, lass uns eine Münze werfen. So können wir entscheiden. Ich sag Kopf. Und es ist Kopf. Sieht aus, als wäre Hannah zuerst dran. Schau mal. Und Emily hat auch eine Münze. An der ist irgendwie was anders. Ja, wahrscheinlich, weil sie essbar ist. Nee, deine ist echt, Hannah. Eklig. Ja, die von Emily schmeckt allerdings super. Mann, das ist so unfair. Och, sorry, Süße. Du kannst die hier haben. Hey, jetzt bin ich einen Schritt näher am neuen Auto. Mach zwei Schritte draus. Sie wird aber noch einiges mehr brauchen. Kann ich wirklich was riechen? Ach, Käse! Aus der Schweiz. Den mag ich am liebsten. Hast du auch Käse bekommen, Emily? Moment mal. Die können nicht gleich sein, oder? Oh, ich kann in die ganz normalen Käse reiben. Ja, das klappt bei mir nicht. Und ich glaube, ich weiß warum. Weil der aus Milchschokolade ist. Ah, was ist besser? Schokolade oder Käse? Na, das kommt drauf an, was man damit macht. Hallo? Das Übliche bitte. Danke, tschüss. Und jetzt geht's ans Reiben. Ja, Emily ist auch zur Reibe übergegangen. Wow, du weißt echt, wie das geht. Erwartest du jemanden? Hier sind genau 2,50 Euro. Ja, wenn man schon Käse isst, dann richtig. Und das bedeutet Pasta und Soße. Ja. Yeah. Wow, bisschen viel Käse, Hannah. Ja, so langsam sieht es echt krass aus. Das schmeckt aber sicherlich super. Komm in meinen Mund, du käsige Köstlichkeit.
Oh, der Bissen, der war doch viel zu groß. Mann, das Zeug stinkt. Also ich bin weg. Ich liebe Oreos, besonders wenn ich sie auseinanderdrehe. Am besten ist es, wenn du die Creme zuerst isst. Und jetzt lege ich die Kekse einfach zurück. Die will ich nicht. Zeit für ein Oreo. Hey, was soll das? Da ist keine Creme drauf. Thomas, was ist das? Pech für dich. Wer nicht aufpasst, hat verloren. Das gibt's doch nicht. Du bist so ein... Oh, wenigstens habe ich noch meine weichen Marshmallows. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Hey, Blödmann. Sieh mal, was ich mit der Kraft meines Geistes tun kann. Mein Geist ist so großartig, ich kann die Kekscreme wachsen lassen. Wie? Wie machst du das? Ich hab doch gesagt, du brauchst nur die Kraft deines Geistes. Naja, okay, ich kann's ja mal versuchen. Wachse, Creme, werde größer, damit ich dich essen kann. Das klappt nicht. Hallo, du musst doch deine Finger benutzen, so wie ich es dir gezeigt habe. Oh, stimmt, es geht los. Komm schon, Keks, du kannst es. Hör auf meine übersinnlichen Kräfte. Der Keks ist mir zerbrochen. Ha, du hast den armen Keks zerbrochen. Hey, schau dir das an. Es ist nur ein Marshmallow, mit dem ich dich reingelegt habe. Du hältst dich wohl für Miss Clever, mir doch egal. Ladies first. Ein Teeset? Möchte jemand einen Schluck Tee? Ich habe eine bessere Idee. Hast du schon mal mein Spezialgebräu probiert? Schau dir das an. Eine von hier. Und eine hübsche Blume. Nur für mich soll es Tee geben. Es hat geklappt. Und jetzt genieße ich die Früchte meiner Arbeit. Das riecht nach frischen Kräutern, stimmt's? Ich wette, so einen Tee hast du noch nie gesehen. So bunt und lecker. Zeit für den Geschmackstest. Bereit? Genauso fantastisch, wie ich dachte, dass er sein würde. Chloe! Das ist unglaublich! Wow! Ist das nur Schokolade? Das ist so schön! Moment mal. Eine Sache muss ich noch machen. Was ist Tee ohne Honig? Das sollte reichen. Plus Pfeffer, Kurkuma und noch ein paar weitere Leckereien. Das wird ein epischer Tee. Voila. Oh, du hältst dich wohl für clever, was? Auf keinen Fall. Wie hast du das gemacht? Denk nicht mal dran. Du teilst keine Schokolade, erinnerst du dich? Jetzt entschuldige mich, während ich meinen Tee genieße. Oh Mann. Alles ist bereit. Cheers. Wie auch immer. Du musst nicht mal den Abwasch machen. Aber du machst ein riesiges Durcheinander. Das war genau richtig. Los geht's. Ziemlich süß, oder? Ich habe noch nie einen Schokofrosch gesehen. Willst du? Von wegen. Als ob ich meine Schokolade teilen würde. So gut. Warte, heißt das, ich habe einen? Das kann nicht sein. Hallo? Ich passe. Sei nicht albern, öffne es. Oh Gott. Ja, das ist ein echter Frosch. Ich muss den nicht essen, oder? Was willst du denn sonst machen?
Küssen natürlich. Spitz die Lippen, Fröschlein. Er verändert sich. Schau. Ich kann kaum was sehen. Ist das eine echte Prinzessin? Du bist so hübsch. Ich kann das kaum glauben. Sag, Prinzessin, ich habe ein Angebot für dich. Du gibst mir deine Telefonnummer. Oh je. Hörst du mich? Ich wusste nicht, dass Mädchen Fliegen essen. Aber nur, wenn sie Frösche sind.